Hallo Leute, heute ist der 28.08.21 und ich bin heute in Stuttgart unterwegs. Wie einige an dem Gebäude hinter mir erkennen können, ich besuche heute die Retro Classics im Dorotheenquartier. Das Wetter ist heute eher durchwachsen. Ich bin mal gespannt, was dort heute überhaupt los ist. Also bleibt gespannt. Bis dann. Okay Leute, jetzt bin ich im Dorotheenquartier angekommen. Ich drehe erstmal eine kleine Runde über die ganze Szenerie. Durch das eher miese Wetter heute, glaube ich, ist hier wohl nicht allzu viel zu holen. Aber ich schaue mich mal um. Hier ist dann das Quartier von der anderen Seite. Hinter mir ist dann der Tesla-Store. Mal kurz hier rüberwärts filmen, bevor ich dann das eine oder andere Auto noch extra vorstelle. Mal sehen, dass ich dann irgendwo noch einen Kaffee und was zu essen bekomme. Ja Leute, der Wettergott scheint ein Einsehen zu haben. Der Himmel reißt auf. Jetzt bewege ich mich mal Richtung Karlspassage. Links von mir ist der Hugendubel. Danach kommt ein Steifladenknopf im Ohr. Der Seite ist dann die Baden-Württemberg Bank. Links davon, von der Karlspassage, ist dann der Tesla Store. Hier kommt dann die Santi Bar, da werde ich dann mal was essen. Und dann kommt schon die Rampe ins Blickfeld, wo nachher dem zweiten Teil der Veranstaltung wahrscheinlich noch einige Sportwagen vorgestellt werden. Hier am Ausgang des Platzes ist ein kleiner Weinstand. Thank you.
So, ich war dann doch in der Markthalle Mittagessen. Im Sansibar war mir zu viel Theater und zu viel Betrieb. In der Markthalle gab es ein leckeres Stuttgarter Linsengericht und einen Kaffee. Jetzt bin ich wieder voll da und schaue mir mal den Samstagsflohmarkt in der Nähe an. Sehr empfehlenswert. Allerdings kein Ramsch, sondern eher mittlere Preislage. Bei dem unsicheren Wetter sind wohl heute nicht allzu viele gekommen, aber es sind trotzdem einige interessante Sachen dabei. Stand mit Modellautos, passend zum Thema des heutigen Videos. Großer Stand mit Sonnenbrillen. Stand mit Büchern. Dann Schmuck und Accessoires. Stand mit Halbedelsteinen. Gläser und Porzellan, Secondhand-Kleidung, das Reiterdenkmal in der Mitte des Platzes hat wohl ein paar Farbbeutel abbekommen. Voll der Vandalismus.
einen Stand mit Bildern. Auch hier kann man sich niederlassen und essen. Schöner kleiner Schreibtisch mit passendem Stuhl. Okay, dann wollen wir den Rundgang über den Flohmarkt für heute mal bewenden lassen, weil nachher geht dann die Veranstaltung gleich weiter. Wir wohlfreuen uns
Das ist schon alles richtig. Und hier sieht man eben noch unten am Kurflügel den Schiffszug Datsun, der damals noch, wie gesagt, in der Marke aktuell war, aber der dann später nach dem Tod des Sohns von dem Firmenleiter eben einfach in Lissabon umgenannt wurde. Hier sieht man auch noch so ein bisschen diese ja, nicht nur Zufall ist, sondern was man hier immer dann vorher dazu kaufen muss, der elektrische Fensterheber liegen, der elektrische Fensterheber vorne. Servolenkung war bei den Japanern wie bei Mazda oder bei Toyota dann eben die Mannweise in der Serienausstattung. Die Rampe und wir erwarten hier indisch rot aus dem Rauchen. Mit dem sogenannten Spiegelreihe vorne drauf. Das heißt, wir sind hier bei Porsche in der Zeit angelangt, als die Fachkraftwerke in Amerika sich hier zugelassen haben, den normalen Sechszylinder Boxermotor mit Luftkühlung zu bauen. Und Transaxel! Okay! Es gab eine sehr, sehr schöne Spezialausstellung im Porsche-Museum über die ganzen Transaxel. Über die Transen? Ja, die Transen. Das wäre eigentlich ein Kauer für mich gewesen. Nein. So, und jetzt putzt natürlich alles durcheinander. Nur fliegen ist schöner. Elis Europa, oh, und was gibt es sonst noch alles? Lotus fällt einem ein und natürlich Tesla fällt einem ein. Was fällt einem zu diesem Auto nicht alles ein? Liebe ist schöner als Wonderful GT. Mit diesen letzten Bildern von der Retro Classics aus dem Dürer-Dien-Quartier in Stuttgart verabschiede ich mich heute von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere Videos zu abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.